Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch das allererste Mal mit meiner neuen KitchenAid einen mega saftigen Apfelkuchen. Wer Apfelkuchen mag und das Rezept wissen will, sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Für meinen Apfelblechkuchen benötigen wir einmal einen Pfund an Mehl, welches wir gleich sieben werden, 5 Eier, die Zimmertemperatur haben sollten, 120 Gramm an Butter, 120 Gramm an Zucker, optional, muss aber nicht, Zimt nach Geschmack, den Saft einer halben Zitrone, eine Packung Backpulver, Mandelaroma und 1,5 Kilo an Äpfel. Des Weiteren benötigen wir für unsere Streusel 60 Gramm an Mandeln, 50 Gramm an Butter, 50 Gramm an Zucker und 80 Gramm an Mehl. Wir beginnen damit, einen Rührteig herzustellen. Und zwar schlagen wir die Eier mit dem Zucker in der Maschine für 5 Minuten. Übrigens, das Ganze werde ich dann heute mit meiner neuen KitchenAid ausführen. Ich bekomme für dieses Video keine Produktplatzierung oder irgendwelche versteckten Werbekosten, die mir dann im Anschluss bezahlt werden. Ich habe mir jetzt eine KitchenAid Maschine besorgt, wovon ich sehr überzeugt bin und natürlich auch viele weitere Maschinen getestet habe, und die am meisten mich überzeugt hat, das war dann halt die KitchenAid. Die hat natürlich etwas mehr gekostet, aber dementsprechend kann man auch was erwarten und kriegt super Ergebnisse. Brot habe ich bisher schon gebacken, allerdings noch keinen Kuchen. Das mit den Kuchen mache ich heute zum ersten Mal. So, ich habe jetzt die Eier in die Rührschüssel gegeben und gebe jetzt den Zucker hinzu und auch die zimmerwarme Butter. Und das Ganze verrühre ich jetzt einmal. Ich gebe euch als Tipp, je länger man einen Rührteig rührt, desto fluffiger wird er im Nachhinein. So, nach und nach gebe ich jetzt das Backpulver hinzu und lasse das Ganze die ganze Zeit halt weiterhin rühren. Man kann das natürlich auch alles mit einem Mixer machen, allerdings merke ich, dass die Ergebnisse mit der Küchenmaschine einfacher sind und besser sind. Jetzt noch das Mandelaroma und das Ganze für weitere 2-3 Minuten mixen. So, wenn das Ganze dann schön eine homogene Masse geworden ist, siebe ich das Mehl jetzt hinein und ich rühre das Ganze dann weiterhin für 5 Minuten ungefähr auf niedrigster Stufe erstmal. Jetzt habe ich hier wieder die ganze Bude voller Mehl, das ist mir nämlich beim ersten Mal passiert. Ich habe dann direkt hochgestuft und das ist natürlich aus der ganzen Schüssel dann raus. Aber es war nicht so schlimm, man macht ja immer seine Erfahrungen. So, wenn das Ganze dann ungefähr so aussieht, dann könnt ihr euren Teig auch schon in euer Blech geben und widmet euch den Äpfeln. So, ich gebe jetzt die Teigmasse in mein Blech und verteile das Ganze schön. Ich habe darunter jetzt ein Backpapier gelegt, damit das gleich nicht anklebt, und schalte schon mal meinen Herd auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, jetzt widme ich den Äpfeln. Die werde ich jetzt einmal schälen und dann in Stücke schneiden. So, ich habe jetzt meine Äpfel in Spalten geschnitten und gebe da jetzt etwas Zitronensaft drüber, damit die Äpfel keine Farbe annehmen, und etwas Zimt und verrühre das Ganze miteinander. So, wenn die Äpfel jetzt einmal mit Zimt und Zitronenwasser bedeckt sind, gebe ich das Ganze einfach so komplett aufs Blech drauf, einfach so querbeet, und widme mich dann den Streuseln. So, sobald ich das dann gemacht habe, widme ich mir den Streuseln. Mein Handschuh ist jetzt kaputt gegangen, aber das macht nichts. Die Streusel mache ich mit der Hand, da gebe ich das einfach alles in dieselbe Schüssel, wo die Äpfel auch drin waren, und knete das dann und mache daraus Streusel. So, sobald die Streusel dann fertig sind, verteile ich sie einfach so über den Kuchen.
So, meine Streusel sind jetzt oben drauf und damit habe ich jetzt die Äpfel bedeckt. Ich habe allerdings noch ein paar Streusel dazu gemacht, weil meine Kinder sehr gerne Streusel mögen. Das Ganze kommt jetzt für 40 bis 45 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. So, ihr Lieben, meinen Apfelkuchen habe ich jetzt aus dem Backofen geholt. Mit dem Bräunungsgrad bin ich super zufrieden. So essen ihn meine Kinder am allerliebsten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Anschneiden werde ich ihn jetzt erst in 1-2 Stunden und lasse ihn noch im Blech abkühlen. So, ihr Lieben, mein Kuchen sieht angeschnitten so aus. Ich habe da jetzt noch so ein bisschen Vanillesoße drüber gegeben. Das macht nochmal so einen extra Geschmack aus. Der ist super fluffig geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal.